An alle Frauen und Hobbyköche, wie funktioniert eigentlich ein Ceranfeld? Wer mag nicht den Duft von frisch gemachtem Essen seiner Frau, wenn er von der harten Arbeit nach Hause kommt? Stell dir vor, du kannst jedes Mal, wenn du kochst, die perfekte Hitze kontrollieren und deine Lieblingsgerichte genau so zubereiten, wie du es willst. Keine verbrannten Töpfe mehr, stattdessen die perfekte Zubereitung. Ein Ceranfeld besteht aus speziellen Heizwänden unter einer Glasplatte, einer Glaskeramikplatte. Diese Heizwänden werden elektrisch erhitzt und geben die Wärme gleichmäßig an die Kochzonen ab. Aber wie funktioniert das jetzt genau und warum sind Ceranfelder zum Beispiel besser als herkömmliche Kochsysteme? Die Heizwände in einem Ceranfeld bestehen meist aus einer Nickel-Chrom-Legierung und diese Legierung hat ein hohen elektrischen Widerstand, wodurch sie beim Durchfluss von Strom schnell und effizient Wärme erzeugen. Und diese Wärme wird dann direkt an die Glaskeramikplatte übertragen, welche die Hitze optimal an dein Kochgeschirr weiterleitet. Aber warum sind Ceranfelder jetzt besser als herkömmliche Kochsysteme? Naja, erstens, sie bieten eine gleichmäßige Hitzeverteilung, was präzises Kochen natürlich einfacher macht. Wichtig, Mädels, der zweite Grund. Die glatte Oberfläche ist leicht zu reinigen. Und drittens, Ceranfelder sehen in jeder Küche schon elegant aus, was auch wieder die Kaufentscheidung beeinflusst. Ein zusätzlicher Vorteil ist, dass sie schneller auf Temperaturänderungen reagieren als herkömmliche elektrische Kochplatten. Aber wie steht es jetzt eigentlich um die Kosten? Ein durchschnittliches Ceranfeld verbraucht etwa so 200 Kilowattstunden Strom pro Jahr. Bei einem Strompreis von 30 Cent pro Kilowattstunde entspricht das jährlichen Kosten von etwa 60 Euro. Das macht weniger als 5 Euro pro Monat für die zuverlässige und effiziente Kochleistung. Da kann Meckes nicht mithalten. Wenn du das nächste Mal dein Ceranfeld benutzt, denk dran, wie genial diese Technik ist. Lass mich in den Kommentaren wissen, welches Gericht du als nächstes auf deinem Ceranfeld zaubern wirst. Und wenn dir das Video gefallen hat, gib mir doch gerne einen Daumen hoch und abonniere für mehr elektrisches Wissen. Bis zum nächsten Video und jetzt, Mädels, wieder ab in die Küche.